Wunschkonzert! Herzlich willkommen zum Einsingen um 9 zum Thema Wunschkonzert. Aber bevor wir zu unseren Liedwünschen kommen, und wir haben heute ein ganz großes Programm vor, da wollen wir uns doch noch ein bisschen aufwärmen. Schultern nach hinten drehen, so schnell wie es für dich angenehm ist, und dann weiter. Mit den Ellbogen nach oben, soweit das für dich angenehm ist und du merkst, es schmerzt, mach die Bewegung langsamer und kleiner. Und dann streck dich einmal bis ganz nach oben. Wir gehen heute nämlich in die Alpen. Und dann gehen wir wieder ins Tram von Julia von gestern und wir lassen unseren unteren Rücken los. Es holpert aus unseren Fußgelenken raus zu unseren Knien bis in unser Becken, und wenn du kannst, kannst du sogar ein bisschen deinen Kopf mit wackeln lassen. Aber bleib wach in den Augen, nicht in den Bernhardinerhund gehen. Bleib im Appenzellerplatz. Und dann komm langsam zur Ruhe, zur Seite drehen. Den Chlunki und den Halunki an dir vorbeischieben. Chlunki, Halunki, Chlunki. Hallo, und dann noch vor und rück. Spann deine inneren Segel auf, deinen inneren Fallschirm, und noch zur Seite, diagonal, wie dein Zwerchfell weiten. Oder deine Kuppel. So. Wir gehen ins Berner Oberland, genau gesagt aufs Brienzer Rothorn, und wir starten unsere Dampfbahn. Vom Unterbauch feine Impulse geben. Dann ein bisschen schneller werden, immer ein bisschen accelerieren, immer ein bisschen schneller werden. Noch einmal auf S langsam beginnen, immer den Bauch ganz loslassen, den Kiefer auch ganz loslassen. Und dann lassen wir den Bergbach fließen bis hinunter ins Tal. Ihr seht ihn hier gleich neben mir. Bis du keine Luft mehr hast, Atempause warten, loslassen. Kiefer und Unterbauch gleichzeitig.
Wunderbar. Im Hintergrund seht ihr hier übrigens türkis den Brienzer See glänzen. Das ist also kein Farbfehler, der sieht wirklich so aus. Wir gehen weiter und wir gehen zum Wer kennt diese Melodie? Ja, Calypso, genau. Jetzt versuch alle Töne unter einem W zu singen. Und nicht verschiedene Ws zu machen. Das klingt dann so. Schnürli-Schrift singen. Noch zwei. Und jetzt zurück auf du. Du, 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 du. Dann N und NG. Spür einmal den Unterschied vom Klangraum hier zwischen N wie Nando und N wie in Singen. N und NG. Für mich ist der Unterschied, und das muss nicht der gleiche sein, das mm, spüre ich mehr so wie in den Backenknochen und den Nasenflügeln, und das mm, spüre ich persönlich mehr hier. Nimm mal deine Zunge ganz hoch in die Rampe, unten an die Zahnreihe und dann hoch. Genau, mit diesem NG gehen wir einmal ein bisschen in die Tiefe. Komm gleich mit. Und jetzt wechsle mal auf N und spüre, was fühlt sich besser an. Mm-hmm.
wieder ein G. Vielleicht noch einen. Ja, die Loopies und die anderen Bässe unter euch, die können gleich noch tief, aber bei mir ist heute Schluss. Wir gehen zu Rige, Diga, Ge, Di, Bin. Rige, Diga, Ge, Di, Bin. Ja, vielleicht, Barbara, kannst du das ja schreiben in den Chat. Rige, Diga, Ge, Di, Bin. Das brauchen wir heute. Und zwar in diesem Lied, das seht ihr, Einsatz 3. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumber. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumber. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumber. Weiter. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumber. Jetzt kommt's nochmal. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Reg di nit so uf. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing. Wir wetzen unsere Artikulationswerkzeuge, unsere Lippen, unsere Zunge, unsere Zähne, unsere Gaumen. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Ri, ge, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Reg di nit so uf. Und dann noch ein Halbton höher. Moment für mich und mein Hirn, ist das gerade eine Überforderung? Mach mir so. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Reg di nit so uf. Und noch eine. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Hilfe! Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Reg di nit so uf. Ja, einer regt sich hier auf. Gib mir nochmals eine Chance. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Rige, di, ka, ge, di, bing, schlumbe. Reg di nit so uf. Genau. Und dann wollen wir zum Thema ganz kurz von Julia kommen, denn Julia ist da so kompetent und so eloquent, da möchte ich ihr nicht reinreden. Ich möchte euch ein kleines Bild geben zu diesen Formanten, zum Thema, das Julia diese Woche euch vorgestellt hat. Wir haben hier eine Aussicht und wir sehen verschiedene Bergesspitzen und mit unserem Singen ist es auch so. Wir haben am Anfang sehr hohe Spitzen, das sind quasi unsere Grundtöne, und im Hintergrund hat es ganz viele Berge in unserem Panorama, ganz viele Tonfrequenzen, die auch mitschwingen, wenn wir diesen vordersten Ton singen, wenn wir diesen vordersten Berg singen, die Grundfrequenz. Und was wir wollen als Sänger ist, dass wir im Hintergrund immer so etwa zwischen 2500 und 3500 Hertz, dass wir da in unserem Panorama immer einen Berg haben, der eben auch noch klingt und scheint. Dann lohnt es sich immer, ein Foto von diesem Panorama zu machen. Es lohnt sich immer, uns zuzuhören. Und man hört uns vor allem immer, wenn wir diesen Sängerformanten immer in unserem Klangpanorama haben. So, und dazu mischen wir jetzt einmal die Formanten, die Klangfrequenzen von I und A. Passt zum Esel. Ia, 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 schnüt,
Mittelchen, Schnute, Zunge vor und hoch wie beim NG fürs I und dann nur leicht senken fürs A. Ia, 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 ia. Ia, 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 ia. Zunge vor. Ia, 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 ia. Kommt jetzt beim A langsam weg von diesem klaren A ins O, 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 in diesen Opernraum von Barbara. Ja, 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 ja. Komm noch einen. Ja, 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 ja. Zurück. Umgekehrt mit A, I, wie Appenzell Innerrhoden. A, I, A, I, A, I, A, I, A. A, I, A, I, A, I, A, I, A. A, I, A, I, A, I, A, I, A. Was ich anzeige, ist die Positionierung der Zunge. Lockerer Kiefer. Moment, von hier. Und dann noch eine Übung für in die Höhe. Unsere Ju, Ju, Ju. Oder Jo, Jo, Jo. Oder auf A. Nimm deinen Lieblingsvokal und mit ziemlicher Sicherheit hast du da ein ganz tolles Formantpanorama. Deshalb fühlst du dich wohl auf diesem Vokal. Nimm deinen Lieblingsvokal. Ich starte einmal mit A. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Freudig, fast lachend. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 noch einen. Ja, ja, ja. Ja. Lach einmal mit mir mit. Ja. Ja. Und der letzte. Ja. Ja, du fragst mich, warum ich so lache. Ich frage mich, wer ich bin. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich habe. Wolltest wissen, gell, warum ich dich nicht aus den Augen lasse. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich kann. Willst wissen, gell, warum ich dich nicht aus den Augen lasse. Der Wunsch von Jeanette, Salome und Renate. Moment. So, jetzt. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich hab. Wollt's wissen, gell?
Shiva, sie kam, jetzt zieh durch. Vodschwisse, gelbe Romidi, Nydus, den Auge lang. Übergang zur zweiten Zeile. Vodsch, und wir versuchen es durch die ganze Linie hindurch zu singen, unter einem Atem. Vodschwisse, gelbe Romidi, Nydus, den Auge lang. Gleich noch einmal. Vodschwisse, gelbe Romidi, Nydus, den Auge lang. Im Kanon. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich hab, Wortschwisse, gelbe Romidi, Nydus, den Auge lang. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich hab, weiß nur, es zieht mich zu dir, ich hab nicht. Zeigst mir, wer ich bin. Du zeigst mir, was ich hab. Drum zeig auch ich dir immer neu, wie gern, dass ich dich hab. Du fragst mir, wer ich bin. Ja, die zweite Strophe. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich habe, weiß nur, es zieht mich zu dir hin, ich kann nicht vor dir la. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich kann, weiß nur, es zieht mich zu dir hin, ich kann nicht von dir lassen. Und dann die dritte, du zeigst mir, wer ich bin, du zeigst mir, was ich kann. Darum zeige auch ich dir immer wieder aufs Neue, wie gern, dass ich dich habe. Doch wieder einmal eine gute Erinnerung zu sagen, den lieben Menschen in unserem Leben, wie gern, dass wir sie haben. Den ganzen Kanon noch einmal im Kanon über das Schuh. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich hab. Wortschwisse, gelbe Romidi, Nydus, den Auge lang. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich hab. Weiß nur, es zieht mich zu dir hin. Ich kann nicht vor dir lang. Du zeigst mir, wer ich bin. Du zeigst mir, was ich hab. Drum zeig auch ich. So, und dann kommen wir zum zweiten Wunsch. Und das war der Wunsch von Doris und Irmgard. Ave Maria von Mozart ist das geschrieben. Und du fragst mich, wer ich bin, von Arthur Eglin. Hoppala! Zusammen die erste Zeile und Ave Maria, Ave Maria. Und da wenden wir den Trick an von Julia mit unserer Stimmbandpinzette. Ave. Genau dasselbe. Mit unseren Fingern machen wir mit unseren Stimmbändern A zusammenkommen. A. Und jetzt versuch, deinen Stimmpinsel nicht so zu singen. A.
dass er ganz breit wird, sondern ha, ha, ha. Beginne mit der Spitze. Ha. Und dann wird er dicker im Klang, lauter. Ha, nicht a. Ja, lass es uns zusammen üben in der ersten Zeile. Und ha. Dasselbe. Ave, Ave Maria. Zweite Zeile von Anfang an, wir hören da dann innerlich. Dritte Zeile und Ave Maria, weiter Maria, Maria, Schnüteli, Schnute machen, ganze dritte Zeile und let's go, eins, Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Übergang zur vierten Zeile. Wir starten auf dem C mit Ave. Eins, zwei, eins. Ave, Ave Maria, Ave, Ave im Kanon, Ave Maria, Ave Maria, du. Das war ja wirklich traurig. Noch einmal, du beginnst doch gleich in der ersten Zeile und ich beginne in der zweiten Zeile. Puh. Und Ave, Ave Maria, Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria.
So, und jetzt gehen wir weiter. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe eine Nachricht gekriegt, die ich euch dann noch zeige. Wir gehen zu unserem nächsten Kanon. Einmal zusammen miteinander durch. Klunki, halunki, klunki, halunki, klunki, halunki, ribili, rabali, rebeli, robeli, bel. So rum. Tene, do, bede, stim, palava. Tene, do, bede, stim, palava. Tene, do, bede, stim, palava. Weck die nicht so auf. Wegen, rige, diga, gedi, bing, schlung. Rige diga ge di bing schlumbe, rige diga ge di bing schlumbe, reg di nit so uf, nochmal chlunki, halunki, chlunki, halunki, chlunki, halunki, ribili rabili rebili robili be, so hum, tene du bedecin palava, tene. Gedi bin schlumbe, reg di nit so auf, dumme im Kanon. Klunki, halunki, klunki, halunki, ribili, rabili, rebeli, robeli, be, so hum. Klunki, halunki, sing mit dir, klunki, halunki, tene du beten schimpalava, reg di nit so auf. Schlumbe, rige diga ge di bing schlumbe, reg di nit so auf, dumme Klunki, halunki, Klunki, halunki, Klunki, halunki, ribili, rabili, rebeli, robeli, bel, so hum, tene du betet schimpalava, tene du betet schimpalava, tene du betet schimpalava, wegem rige diga ge di bing schlumbe, rige diga ge di bing schlumbe, rige diga ge di bing schlumbe, reg di nit so auf. Weiss das Lied, ich weiß nicht, von Hans-Rudi Willisecker. Ich habe hier die Angabe Arthur Eglin, liebe Regula. Ja, das war jetzt ein abruptes Ende für den Kanon. Ich bin leicht abzulenken. Ich bin ein Mann. Ha! Also, Chlunki, Halunki haben wir für heute erledigt. Wenn ihr es nochmals wollt, dann schreibt es mir, wenn ihr es nochmals in voller Länge wollt, meine ich, dann schreibt es mir auf diese Adresse. Dann versuche ich es in der nächsten Woche noch einmal einzubauen. Wir gehen zu unserem letzten heutigen Kanon. Anytime you need a calypso. Anytime you need a calypso, here is what you must do. First of all, you need the rhythm, so shake a little, shake a little, shake a little shaker, and you bang a drum, and you sing a drum, and then there's a calypso for you. Im Kanon. Anytime you need a calypso, here is what you must do. Und jetzt du! First of all, you need the rhythm, so shake a little, shake a little, shake a little shaker, and you bang a drum, and you sing and strum, and then there's a calypso for you. Anytime you need a calypso, here is what you must do. First of all, you need the rhythm, so shake a little, shake a little, shake a little shaker, and you bang a drum, and you sing and strum, and then there's a calypso for you. Let's smile! Anytime you need a calypso, here is what you must do. First of all, you need the rhythm, so shake a little, shake a little, shake a little shaker, and you bang a drum, and you sing and strum, and then there's a calypso for you.
Anytime you need a calypso, here is what you must do. Ich bin leicht abzulenken, ich bin ein Mann. Ja, gerne geschehen, Christina. Aber ich habe festgestellt, Frauen meinen nur, sie könnten multitasken. Sie sind gar nicht so viel besser. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Frau zeigen, die wirklich toll ist im Multitasken. Und ich hoffe, das geht jetzt auch. Denn diese Frau sitzt gerade, so wie es aussieht, entweder am Flughafen. Mal schauen, ob das auch wirklich geht. Und sonst müssen wir es euch dann nachliefern. Ja, liebe Barbara, es sieht nicht so aus, als könnte ich dein tolles Foto zeigen. Ja, ich sehe Barbara hier. Ah, ich habe eine Idee. Wir machen es anders. Ich zeige es euch im Chat. So. Ja, und wenn es dann nicht will, dann will es halt nicht. Lustigerweise hat mein WhatsApp jetzt ein Problem. Ja. Ihr müsst es mir dann wohl glauben, so sähe das aus. Liebe Grüße also auch von Barbara im Chat. Danke, dass du so quasi aus den Ferien am Hauptbahnhof noch bei uns Chat betreust. Euch wünsche ich eine schwungvolle, abwechslungsreiche Woche. Eine Woche, die nach Wunsch verläuft. Und bleibt immer schön achtsam, dass kein Halunki an euch vorbeigeht. Tschüss, bis dann.